Jugendtakt Süd ist ein Hackathon für junge Menschen von 12 bis 18 Jahren aus ganz Baden-Württemberg und Bayern. Und es geht ein Wochenende lang darum, mit Code die Welt zu verbessern. Wir wollen junge Talente fördern, die meistens allein im Kinderzimmer vor sich hin programmieren und wenig Leute kennen, mit denen sie sich austauschen können. Das heißt, wir möchten sie auch vernetzen untereinander, damit die andere kennenlernen und umso motivierter aus dem Wochenende rausgehen. Und wir möchten vor allem auch diesen ganzen ethischen Gedanken dahinter haben. Also, dass man Gutes tut, mit Code die Welt verbessert und nicht nur irgendwie ein Produkt auf den Markt schmeißt, um Geld zu verdienen, sondern um damit anderen das Leben zu erleichtern. Man konnte sich so ein Überthema aussuchen, zum Beispiel Gesundheit oder Bildung oder Gesellschaft. Und wir hatten jetzt die Zukunftsstadt. Dann haben wir die Ideen alle gesammelt und anschließend so ein bisschen besprochen. Danach gab es eine Fragerunde, an welchen Ideen man halt besonders Interesse hat. Dadurch wurden wir in Gruppen wieder eingeteilt, je nachdem, an was man Interesse hatte. Und da hat man die Ideen noch ausgearbeitet, so. Was brauchen wir, was wollen wir genau überhaupt, wie soll das aussehen? Wir haben praktisch Plakate erstellt und auf diesen Plakaten hat man ja einfach seine Ideen vorgestellt. Also was soll das machen, was ist die zentrale Fragestellung und welche Technologien wollen wir benutzen? Und dann hatten wir gestern Abend Zeit, uns diese Plakate einfach alle anzuschauen, zu schauen, was haben andere für Ideen, vielleicht könnte man da helfen. Und dann konnte man sich heute Morgen entscheiden. Zusammenarbeit im Team finde ich sehr gut. Also ist schon toll. Ja. Wir hatten die Idee, dass man wie eine Art Dosentelefon das eben digitalisiert. Man muss sich nicht sehen und die Schnur muss auch nicht gespannt sein, weil die Schnur eigentlich Kabel sind in unserem Format. Und zwar ist das hier drin der Lautsprecher, den man hier gerade so sieht. Das ist dann das Kabel, was dann eben zum Raspberry Pi, das ist das Ding hier, führt und das weiterschickt. Also wir haben uns überlegt, es gibt ja viele Leute, die allergisch sind auf irgendwelche Pollen. Und wir haben uns überlegt, jetzt verbinden wir einfach mal die Arten von Bäumen und den Pollen mit den Wetterdaten, dass wir quasi eine Vorherschau generieren können, in welche Richtung ziehen die Pollen und so dann auch Wege zum Beispiel empfehlen können, welche sie gehen dürfen und welche nicht. Also unser Projekt heißt Tickethunt, Geocaching für noch gültige Tickets. Zum Beispiel übertragbare Tagestickets kann man einfach an einer Stelle ablegen, das dann in dieser Karte markieren, den Punkt, in dem man es abgelegt hat, noch eine Beschreibung hinzufügen und andere Leute, die das Ticket aufheben und damit dann halt kostenlos fahren. Wir hatten ja letztes Jahr Jugendtakt zum ersten Mal hier nach Ulm gebracht und waren aus dem Stand raus ausgebucht mit 50 Teilnehmenden. Haben gedacht, okay, diesmal gehen wir auf 60 hoch und waren wieder ausgebucht und das macht uns halt happy, weil da sehen wir, das kommt an und die Leute wollen daherkommen und sich hier vernetzen und coole Dinge tun. Ja, also ich habe bei mehr technische Fähigkeiten erweitert, habe ich 75 von 100 genommen, weil ich halt eigentlich nur was bisher in Richtung HTML gemacht habe und auch gerne was in Richtung PHP oder eben auch so Hardware machen würde. 50% mich mit anderen vernetzen, weil es mir Spaß macht, einfach neue Leute zu treffen, die Welt verbessern, weil Open Knowledge Foundation eben auch ein Teil davon ist und mehr über Open Data lernen eben genau aus demselben Grund. Mein Ziel hier ist auf jeden Fall meine Fähigkeiten auszuweiten und mehr zu lernen, als ich bis jetzt weiß. Ich finde auch die Vorträge, die es gestern gab und heute jetzt über das GitHub auch sehr interessant. Das Arduino fand ich ganz spannend. Und ja, sonst müssen wir mal gucken, was es für welche gibt. Also ich finde, Hackerethik ist was Wichtiges. Das gehört, denke ich, zu eigentlich jedem IT-Camp dazu. Und gerade bei solchen Sachen wie Jugendhackt, wo wir halt selber Programme dann in Gruppen schreiben, ist es wichtig, das vorher besprochen zu haben. Also
Also man kann es als Wärmeanzeige, als elektronische Litfaßsäule benutzen, da das Display rund ist, als normales Display, als Straßenschild, wenn man es vertikal montiert, oder auch in der Disco, dadurch, dass es ganz schnell flackert. War überrascht, was für tolle Sachen rausgekommen sind. Also mir hat es gut gefallen. Doch, ich fand es eine tolle Sache. Die Umsetzung innerhalb von einer kurzen Zeit fand ich schon beeindruckend. Und nächstes Jahr wieder.